Hier flattert der Chef noch selbst. Ich bin Torben aus der Mülltonne. Meine ich dich, ich meine die Leute. Musiker California liebt seinen Van. Wann immer er im näheren Umkreis Konzerte spielt, ist sein Herzensgefährt dabei. Mahlzeit. Selbstfahrer. Selbstfahrer hat auch seinen Reiz. 2,5 Stunden aus Braunschweig schön rübergedaddelt, die ganzen Rentner auf den Autobahnraststätten gesehen und gedacht, ich habe mein eigenes Haus dabei. Ich fahre einfach zum Schlachthof und genieße das Leben. Bis später. Aber dann kann ich auch das Problem, dass diese Füße davon 2x2 Meter brauchen. Ja, sollte man trotzdem. Gerade deshalb sollte man den halt Sack voll. Ja, das ist halt in einem kleinen Laden mal, ist das mitunter mal so. Tom? Ja. Für was für eine Kaffeespezialität hast du dich entschieden? Ich habe ein Eis-Latte Macchiato genommen. Nee, doch. Doch. Kaffee Latte. Ja. Hatte ich gerade. Weil er gesagt hat, Latte Macchiato ist in Milch ja nicht gemischt und das braucht kein Mensch. Witzke, ja. Du hast ja gerade Zeit, oder? Klar, immer. Auch so. Warst du schon Kaffee holen? Nee, ich trinke keinen Kaffee. Oh. Das geht nicht. Ich habe hier keinen Bühnenaufgang, hier kann kein Musiker stehen. Das geht nicht. Was habt ihr denn vor heute? Ja, schon eigentlich. Wir haben eigentlich erst gerade drüber gesprochen, 1,80 zu bauen. Ja, nach oben ist ja Platz genug. Ja, das Problem ist auch zu den Seiten nicht. Guck mal, wenn eine Cutter jetzt mit dem 1,20er Set so aufgehen lässt, 1 Meter, 2 Meter. Ja, und dann hast du aber beim vollen Set, mal Platz. Dann muss ich hinterm Vorhang kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Dann steht bis hier Riser. Zum Glück ist die Bühne hier noch asymmetrisch. Ja, das Riser Set steht auch. Und durch den Vorhang da durch kann man da hinten nicht. So Leon, was hast du jetzt? Kaffee. Kaffeecreme. Für Daniel und mich. Soll gut sein. Bin ich mal gespannt. Also ich bleib hier so sitzen. Ich fühle mich gut bei jedem Wetter und unter freiem Himmel. Vielleicht hier und da mal ein Dach, aber draußen ist immer schön. Mit der Kanule noch ein bisschen dahin. Ja, ich muss mal den Arsch noch weiter darüber. Das muss da hier Luftweg und Feuerwehr zu fahren. Die waren aber verkauft, Papier. Ah. Das ist aber anders. Das ist ja geil. Das ist wie bei dem anderen. Als hier kommt dann, glaube ich, das Becken. Mit ohne Dreh. Ja, dann geht er nicht ab, weißt du? Das ist doch toll. Weil der hat sich jetzt ja mal gelöst. Ja, weil die Schraube zu tief war. Ja, aber das leiert auch mal immer. Willkommen in Bremen. Hier flattert der Chef noch selbst. Und? Wie war die Nacht? Ja, gut. Ich meine die Leute. Habt ihr gut geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Im Steigenberger. Sehr lecker gefrühstückt. Und komischerweise war da niemand mit Mono-Ink-Shirt. Das ist eigentlich unüblich. Aber war alles gut. Und jetzt sind wir 2 Stunden gefahren. Jetzt sind wir in Bremen. Und jetzt wird erstmal ein kleiner Mittagssnack eingenommen. Und dann geht alles sein. Dann hat man auch mit Spaß. Danke, würde ich sagen. Bis später. Hallo, wir sind in Bremen. So, es ist zu heiß raus. So, ich komme hier runter auf den Couch und dann ist schlafen. I'm sleeping my day away. So, viel Spaß beim Online TV und gute Nacht. What type of coffee did you have? Ein Milchkaffee. Ich möchte gern eine Flat White, aber not on offer. So, Milchkaffee geht. War gut? Ja, das war lecker. Ja! Was machen wir jetzt? Honigmelone essen.
bleiben, machen wir einen Soundcheck. Heute mal wieder seit langer Zeit mit VIP-Gästen. Und ich bin gespannt, was für die Gesichter wir da gleich sehen werden. Altbekannte, neue, keine Ahnung. Also einen habe ich schon gesehen, den kenne ich natürlich. Den Holly. Der Holly ist da. Und der ist auch ein sehr angenehmer Besucher. Sehr interessiert, sehr intelligent, sehr lieb. Geiler Typ. Grüß dich, Holly. Achtung, wir unterbrechen für eine Sondermeldung. Das ist eine persönliche Botschaft an meinen lieben Dieter. Dieter war mal Mono Inc. Fanclub-Leiter und wollte auch heute uns hier besuchen kommen, ist aber leider so gestürzt, dass er nicht kommen kann. Dieter, von Herzen senden wir dir gute Besserung und du bist auf Lebenszeit bei uns willkommen. Vorsicht, die Stufe. Wir gehen jetzt zum Soundcheck. Ja. Ja, wo mach. Auf geht's. Kennt ihr schon mein Gesicht hier? Die ganze Show schaue ich dieses freundliche Gesicht hier an und freue mich immer. Macht mich immer glücklich. Sehr glücklich. Das ist nicht cool. Doch, jetzt geht's. Wer hat hier Geburtstag? Das ist von Leon. Oh. Und wer ist das? Das war Katamir. Oh, mit so einem hübschen Kleid. Es ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir mal wieder uns ein bisschen rausziehen. Wir wollen ein neues Album machen, aber Raven Black hat zumindest bei uns auch die Messlatte ganz schön hochgelegt. Mal schauen. Wir brauchen einfach mal ein bisschen Abstand und wir sind auch tierisch in Vorfreude für die Symphonic-Tour. 85% der ganzen Tour sind jetzt schon ausverkauft. Das heißt, das wird knusprig. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns über all die Jahre auf Händen getragen und unterstützt habt. Vielen, vielen Dank für eure Ticketkäufe, Merchkäufe, Albumkäufe, was den ganzen Zirkus am Laufen hält. Also wir wissen das sehr zu schätzen. Ich persönlich bin noch dabei, Gelsenkirchen zu verarbeiten. Und dann ging es sofort weiter mit den Folgekonzerten. Jetzt ist Bremen. Also ich freue mich auch auf die Zeit, wenn man das wirklich einmal Revue passieren lassen kann. Denn so, was wir so mit euch erleben können, dürfen, davon haben wir immer geträumt. Und man hat aber nicht davon geträumt, dass das außerhalb von musikalischem Erfolg dann auch so viel mit dem Herzen macht. Und das ist eine tolle Sache, eine tolle Erfahrung. Dafür danken wir euch allen. Herzlichen Dank. Wir können ja wegen der Location heute hier kein Pyro machen. Das heißt, ihr müsst dann... Ihr müsst Pyro machen. Bis nachher. Prost. Oh, oh, oh. Auf die Wohnung, ne? Ja, doch, lecker. Hast du Uhr? Ja, kann ich gerade nicht hingucken. Wie lange haben wir Showtime? 10 Minuten. Was sie sagt. Ist es warm da drin? Ich bin Torben aus der Mülltonne. Hallo. Wie heißt das der Mülltonne? Oskar. The story of the Torben Boards life. Tobi, beruhig dich bitte. Er hat sich wieder irgendwie lustig gemacht. Tom, es ist alles gut. Halt mich zurück. Halt mich zurück. Sorry. Guck mal. 8 Minuten bis Showtime, das schaffe ich locker, weil wir sind ja clever beim Monoring. Wir haben Schuhe, die man nicht selber schnüren muss. Haben wir jetzt etabliert, damit wir in 30 Jahren nicht noch zusätzliches Personal brauchen, um Schuhe zu schnüren. Ich freue mich übrigens auf die Show. Das wird heute wieder so Wohnzimmerkonzertmäßig, aber es hat ein ganz spezielles Flair. Eher so MTV Unplugged Location durch diese Terrassen und die ganzen Ränge. Es gibt, ich glaube, der Raum unten vor der Bühne, da passen, glaube ich, nur 200-300 Leute hin. Der ganze Rest steht auf Tribünen. Das ist also eigentlich wie ein Amphitheater im Kleinen und ist deswegen für Leute ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich habe das Gefühl, sie sitzen alle direkt neben mir oder stehen neben mir. Heute wird ein ganz besonderer Abend. Ich glaube tatsächlich, dass es eine ganz besondere Energie hat in diesem Venue. Und lasst uns einfach Spaß haben. Wir fangen defensiv an, genau wie immer. Und gewinnen hinten raus 4-5-0 auswärts in Bremen. Oh, Mono! Ey, viel Spaß! To
Bremen Schlachthof ist so eine unfassbare Location. Man hat das Gefühl, die Fans sitzen mit auf der Bühne. Also alles eins. Also das ist völlig anders als so eine Arena-Show, aber es hat so seinen speziellen Charme. Ich meine, frag mal Wall. Don't ask me why my bass is. Ja, das ist übrigens seine E-Mail-Adresse. Fuck mal Wahl.